Willkommen zurück zu meinem Let's Play Card Hunter. Ich nehme mal an, ich werde damit aufhören nach dieser Folge. Ich werde nur dem Echsenmensch-Schamanen nachstöbern. Weiß nicht genau. Besonders aufregend finde ich das Spiel jetzt nicht. Mal schauen. Vielleicht spiele ich so weiter und vielleicht stelle ich dann später noch eins oder zwei rauf. Schauen wir mal. Ja, Slapguts Sanctum, Card Hunter Official Adventure Module LP2. Following the map you discovered in the lair of the Lizardman, you track down the den of Slapgut, evil Lizardman priest. It is up to you and your companions to confront him and end his wild existence. Ich weiß gar nicht genau, was der gemacht hat. Wie kommen die drauf, dass das so böse ist, dieser Typ? Verstehe ich nicht ganz. Na gut, begin adventure. Ah! You might want to avoid bringing cards that do crushing damage into this next battle. Wieso? Lizardmen are known to associate with all kinds of pudding, slimes and jellies. Ah, verstehe. Pizza! Hey, did you say something about Jello? Okay. Oh. Oh, danke. Oh mein Gott. Your map leads you deep into the swamp, where you find a long wooden hole. Gut, dass man das jetzt sagt. Ich glaube, ich kann nämlich nichts mehr einstellen. Ah, Modify Party. Ja, der macht Bludgeoning Damage. Aber das sind lauter Stabbing Damages, weil ich habe ja auch diesen Impaler. Oh, Moment. Was könnte man statt dem nehmen? Ah, vielleicht ein Flaming. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, du machst zip, 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 zip. Ja, okay. Du machst eigentlich nur zap, also Elektrizität. Du hast auch nur Stech, Stech und Energy Drain. Passt. Onward. Battle. Lizardman Netters und Black Ooze. Was? As you enter the room, a black ooze drops in unannounced. How discombobulating. Okay. Ah. Machen wir mal das auf den Block. This card's your oldest card. Small Pseudopode Strike. Macht 2 Schaden. Okay. Na hey, hörst du auf meinen Namen, Dings zu schlagen? Purging Strike, damit verliert er glaube ich alle Karten, oder? Ah, verdammt. Karten, die auf ihm lieben. This armor grants immunity to crushing keep. Okay. Was? Das war crushing? Ach Gott. Ärgerlich. Ist das auch crushing? Jope. Machen wir noch einmal auf ihn. Schaden ist ganz okay. Damit können wir leben. Okay.
du bist mal da. Au, oh, hörst du auf, meinen armen kleinen Dings zu hauen? Und du bist mal da her. Strike. Und du gehst mal vorher. So, Moment. Und Rebel Stab. Hörst du auf? Whenever you take damage, you discard your oldest magic card. Sure Blessing. Attach the target. When target next plays a melee attack, the attack is unblockable and penetrating. Yay! Das schaut gut aus. Fake. Eigentlich müsste das jetzt durch diesen Stunning durchgehen. Nein? Was heißt nein? Ist das arg? So, du machst du mal einen Miss. Du machst einen Debus. Okay. Penetrate. Na, immerhin. Wow, dieser feige Us versucht zu fliehen. Daher. Du gehst daher. Damit könnten wir diesen Netztypen killen. Der hat noch 4 Punkte. Obwohl, damit könnten wir den Netztypen auch killen. Gespielt habe. Ich weiß gar nicht, was er jetzt verloren hat. Irgendwas Gemeines hat er jetzt verloren. Ich nehme mal den Black Wolf los. Au! Hörst du auf? Das ist ja ekelhaft. Ah, verdammt. Fackling. So, was haben wir weg? Die Reliable Height. Wieso nicht? Holy Presence. At the start of each round, discard all cards attached to adjacent allies, then heal one those allies. Das war schon sehr nett.
auf. So, jetzt machen wir mal einen Punch. Okay. Das ist aber nicht lieb von euch. Penetrating Cut. Achso, weil er in die andere Richtung geschaut hat, deswegen. Is pretty good over the corner, but make sure you always get the soy sauce on the side. Okay, die Leute, die das gemacht haben, kennen definitiv keine Rollenspieler. The room contains a chest and the lizardman's possessions. Also a great deal of spoiled meat at the rear of the hall. You find a pathway leading east, deeper into the swamp towards another wooden hall. Okay. Okay, wir haben einen Schatz gefunden und irgendwas für Vasuvius. Ist das etwas, was sie in die Hand nimmt? Jo. Zwei Bashs. Aber Bashs, haben wir gesagt, sind blöd jetzt. Wir wollen Sparks. Haha! There's no doorbell here, so you are forced to break down Slupgut's door. That's sure to annoy him. Okay, achso. Ich hab gar nicht mehr den Text durchgelesen. Naja, pusht. Encounter! Slay them. Okay. Ja. Wir bewegen ihn hierher, weil so schnell ist er jetzt auch gar nicht. Mhm. Use Conjure Blessing attached to target. Ach so, dann kann nur. Sehr gut. Meine Mail hat das ein wenig aufgehalten. Was haben wir da gerade gekriegt? Unholy Curse. Whenever target character would take damage, that character takes an additional 3 damage. Ugh. Okay. Nett, dass du jetzt auf den haust. Tricky Step, hard to block 3. Arg.
strike. Ah, melee piercing. Puh, bist du wahnsinnig. Die machen aber ganz schön einen Autsch. Uff. Ja, weil ich überhaupt keine Angriffe gegeben habe. Das war nicht gut. Wie viele Lebenspunkte hatten wir noch? 6. Au, hörst du auf damit? Uff. Wir bewegen uns mal dahin. Sehr gut. Richtig, wir brauchen Lebenspunkte zurück. Wir werden versuchen, den Marker zu erledigen. Okay. Okay. Das war aber nicht nett von ihm. Ich würde fast sagen, wir verlieren diesen Kampf. Oh, wir sind tot. You lost the battle. Don't worry, you can lose 3 times before you have to restart the adventure. Oh. Mal schauen. Okay. Und achso. Das ist auch Bludgeoning. An und achso, wobei andererseits. Da haben wir jetzt eh keine Dings gehabt. Das ist eine coole Waffe. Die macht nämlich 10 Punkte Schaden, wenn wir sie zum Einsatz bringen können. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut drauf. Okay, versuchen wir es noch einmal. Na, ah, er hat 2 Wurfs gekriegt, sehr gut. Telekinese, sehr gut. Damit können wir unseren. Was? Penetrating
accept training touch. Wäre ganz gut, wenn wir den da gleich jetzt erledigen würden. Na, schauen wir mal, ob er blocken kann. Okay. Gar nicht nett. Muss nochmal heilen? Nein, wir werden zuerst den killen. Bist du wahnsinnig? So, nachdem er sich jetzt zurückzieht, nochmal heilen. Ihn geheilt haben und sie wird sich daher begeben und so. Daher. So, was töten wir als nächstes? Ja, hier am besten den da. So, mit dem kann man einen Draining Touch machen und mit ihm einen Penetrating Cut. Oh! Mal den Penetrating Cut. Bevor du verstirbst. Hey, was soll das? Bleib stehen, Feigling. So, und jetzt macht sie noch einen Dash hierher. Ach verdammt! Jetzt kannst du den Big Sap nicht mehr auf ihn machen. Sondern auf den großen machen da. Immerhin hat sie Spark Generation. Add 2 damage to electrical attacks, subtract 3 from block rolls against arcane cards. Nächste Runde könnten wir ihn mit einem Schuss erledigen, wenn wir ihn in Reichweite haben. Na, mach mal Pause. Wenn möglich sollten wir den... Aber dreimal gleich. Damit können wir den Schamanen auf jeden Fall erledigen. Machen wir. Das war jetzt eine brutale Art und Weise, damit umzugehen. So, Righteous Frenzy. Könnten wir auf uns selbst zaubern? Und dann ein Training Touch. Das ist okay dann. Hey, hörst du auf damit? Ich
Nächstes Mal, dass man das dann einen Wurf wegwerfen für den Zwerg. My kin will avenge me. Ja, ist nicht so schlimm, weil jetzt so, geschafft. Aftermath, victory with Slubgut and his bodyguard slain, you are free to plunder his ill-gotten treasures. Was heißt ill-gotten treasures? Wer sagt das? You find a chest hidden on the pile of furs and skins. Now that Slubgut is defeated, the lizard man threat will fade. Without a charismatic and rebellious leader, they retreat to the swamps, returning to a peaceful existence, one would hope. Okay. Rhinestone Trinket and Blasting Amulet. Was auch immer. Oder ein Cleaver. Woohoo! Look what just arrived in the mail. The brand new expansion set, Attack of the Artifacts. Okay. Yeah! Cool new adventures, complete with awesome figures, cards and items. Na okay, das ist schon eher was, wie ein Rollenspieler darauf reagieren würde. Tescal. Renown up. Okay. Wir sind nicht Level gestiegen. Gut, Herrschaften an dieser Stelle. Sage ich euch wieder einen schönen guten Abend. Ankommen Treasure. Treasure. Und Treasure. Und noch mehr Treasure. Kein Treasure. Was kommt das? Force Cannon. Slide Back 4. Wow. Macht zwar nur zwei Schaden, aber schiebt irgendjemand ziemlich weit weg. Na gut, schauen wir mal. Aber eigentlich ist es nicht wirklich notwendig. Ja, und wir können es noch immer nicht verkaufen. Ich wusste es. Also, ich wusste es natürlich nicht, aber ich sage einfach, dass ich es wusste. Schon gleich aus und sind unterschiedliche Sachen. Das ist nicht richtig. So. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich wieder ciao, ciao, bye, bye und viel Spaß. Bis dann.